Willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Und auch wenn es hier noch nicht in den Neuigkeiten drin steht, heute könnte es eine weitere Kooperationsankündigung zwischen Fortnite und einer anderen Institution geben. Beziehungsweise die gibt es schon, aber wie gesagt, nicht hier im Neuigkeiten-Screen. Dafür aber auf Twitter, und dafür werden wir auch sofort auf Twitter gehen, aber welche Firma überhaupt mit Fortnite, also mit Epic Games, kooperiert, das und vieles mehr findet ihr heute in diesem Video raus und dazu noch ein bisschen leckeres Shop-Video. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, sollte euch das Video gefallen, und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Fortnite auf der Switch sehen oder generell von Fortnite, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Entschuldigung, wenn ich übrigens so klinge wie eine 70-jährige Oma. Es liegt daran, ich bin eben erst aufgestanden und die Stimme, die muss erstmal ein bisschen reinkommen. Das ist, ihr kennt das. Man kann nicht um 5 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr aufstehen und dann direkt, ja Leute, was geht? Hallo, ich bin es. Junge. Jedenfalls gehen wir auf Twitter und sehen auf der deutschen Seite soweit nichts, weil die Ankündigung zu der Kooperation ist nachts passiert. Es gab schon Leaks dazu, vor einigen Tagen schon, dass es zwischen Stranger Things und Fortnite eine Kooperation gibt. Das hat man gestern auch schon im Spiel gesehen durch diese Portale. Ich habe euch davon berichtet, erzählt. Und jetzt, so vor ein paar Stunden, gab es den Tweet von Fortnite selbst. Fortnite crossed with Stranger Things. Da gehen wir mal kurz hier drauf und klicken auf den Tweet. Ja, und haben hier Netflix. Die den Tweet haben zwischen Gabel und Messer und Ratte oder Maus. Und da habe ich sofort an so eine Sache gedacht, die habe ich hier kurz in den Kommentaren gesehen. Ratatouille, Bruder. Ist das die Ratatouille-Ankündigung? Nein. Aber Stranger Things, eine Netflix-Serie, eine Serie, die ja auf Netflix, ich glaube, exklusiv läuft, welche in so eine Science-Fiction-Mystery-mäßige Richtung geht. Ich habe mir diese Serie noch nicht angeguckt, aber naja, das soll jetzt wohl auf uns zukommen, wie es aussieht. Fortnite crossed with Stranger Things. Heute soll übrigens die dritte Staffel losgehen und ich glaube, wer 1 und 1 zusammenzählt, der weiß, dass das hier auf jeden Fall marketingtechnisch wieder mal sehr krass gelöst ist. Vor allem auch wieder, wie weit im Voraus das irgendwie geplant war, wenn man irgendwie sagt, okay, die Epic Games Mitarbeiter sind heute im Urlaub. Also schon seit einer Woche oder so, aber heute sind sie im Urlaub. Das heißt, diese Kooperation muss schon länger feststehen, schon viel länger. Ja, und das können wir heute erwarten. Also, ich denke auch, dass der Shop sich heute ein weiteres Mal aktualisieren wird, denn das ist der heutige... Aber wartet. Das ist der heutige Shop. Aha. Auf jeden Fall, wie man schon gesehen hat, ja moin, gibt es wieder Gage. Ja, der ist aber nach unten rechts gewandert. So voll die unwichtige Nebenperson. Okay, krass. Wir gehen direkt mal von links nach rechts, sehen auch hier, dass der Timer sich dann doch nicht zu aktualisieren scheint. Also hier seht ihr es, 19 Stunden, genauso wie auch hier 19 Stunden, also das ist quasi der nächste Shop. Das ist der nächste Shop. Also von der Zahl her, von der Zeit her, scheint es nicht so zu sein, dass sich das Spiel noch, oder dass der Shop sich nochmal aktualisiert, aber wir gucken ganz kurz rein. Erstmal hier doppeltes Spiel. Ich denke nicht, dass das hier eine Stranger Things Charakterin ist, weil das sieht zu krass aus, aber wer sich die gönnen möchte, kann das gerne tun. Gerne auch hier mit meinem wunderschönen Creator Tag, meine lieben Brüder. Ja, lecker. Random Kai HD. Wer mich hier supporten möchte, kann das ganz gerne tun. Random Kai HD. Ihr wisst Bescheid. Wer mich übrigens supportet und davon ein Foto oder ein Video macht, wird auf eine Freundesliste, mindestens eine Freundesliste, geaddet. Schickt mir das Bild gerne auf Discord oder das Video. Dankeschön. So,
Weiter geht's mit der Feuerwerksbeauftragten. Ist die neu. 4. Juli. Ja, Bruder. Unabhängigkeitstag. Oioi. Leben, Freiheit und ein Bärenkostüm, das Laune macht. Ist das neu? Nee, wieder da. Ach so, das gab's letztes Jahr. Jetzt ist es wieder drin. Krass, okay. Ja, meine lieben Kinder, die in Geschichte nicht aufgepasst haben. Heute ist der 4. Juli. Und zwar der 4. Juli, der auf den ich glaube... Oh... The 4th of July, 1776, 4. Juli 1776, ja. So ist es. Bleibt im Kopf gespeichert, Bruder. Hutzplosion, Feuerwerk. Feuer, Feuer, Bruder, Feuer. Ja, und das schmeckt. Geil. Wir haben neue Stile, Patriotentrooper mit Fahnenwache. Ja, moin. Dazu natürlich noch hier die Patrioten-Rangerin, auch sehr lecker. Und dazu der Stern-Banner-Rucksack. Elektroschaffel ist wieder im Shop drin. Moin, moin. Yeah. Ach, Bruder. So, Gage ist wieder dabei. Wir haben noch den Dreier-Stern. Ja, und das habe ich euch eben schon gezeigt. Okay, das ist der heutige Shop. Wie findet ihr ihn? Lecker oder nicht so lecker? Schreibt es in die Kommentare. Also, ich bin mir trotzdem sicher, auch wenn das hier nicht im Shop steht, ne? Dass entweder, also allerspätestens, morgen um 2 gibt es die nächste Shop-Aktualisierung mit den Stranger Things Skins oder heute 14 Uhr. Vielleicht sogar da mit einem neuen Modus, aber das wäre auch voll krass, weil wir haben noch hier schon ein Event. Als ob jetzt noch neben einem gestarteten Event noch eine Kooperation kommt mit Event und Challenges. Wollt ihr mich abziehen, Bruder? Naja, all das und vieles mehr werden wir uns heute gönnerisieren. Wenn übrigens um 12 Uhr schon irgendwas hier im Spiel drin ist, von dem man wissen sollte und was irgendwie... Stranger Things mäßig der Fall ist, wird es ein Video zu geben. Ansonsten heute 14 Uhr bis 15 Uhr ein Stream mit Stranger Things. Ihr wisst Bescheid. Das wär's für dieses Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr mit am Start gewesen seid. Ja moin. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja lecker. Und ein Abo, wenn ihr neu sein tut. Hauen Sie rein und Feierabend. Yeah.